Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Grounded. Ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Was steht heute an? Erstmal uns verpflegen mit Essen und Trinken und danach werden wir uns um die Maschine kümmern, um den Laser, dass das Stromproblem gelöst wird. Und da werden wir uns ein bisschen vorbereiten. Wir werden uns noch eine zweite Fackel machen. Vielleicht reicht die nicht für die Zeit, die wir da sind. Und ja, jetzt brauchen wir aber erstmal etwas Wasser. Jawohl. That tastes really good. Mal sehen, ob wir noch einen zweiten finden. Und dann könnten wir noch was essen, wenn wir noch was haben. Ich glaube, wir hatten noch auf dem Grill noch was gestern Abend getan. Ja, es sieht alles sehr mau hier aus. So. Ja, von der Sache her reicht das ja erstmal, was wir an Flüssigkeit haben. Dann muss es das erstmal gewesen sein. Dann gehen wir zurück. Nebenbei immer noch ein bisschen einsammeln. Ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, hier ist auch nichts. Sammeln wir das noch ein. Jawohl. Würde ich sagen, stärken wir uns, bereiten uns etwas vor für den Tag heute. Genau, wichtige Sache. Falls wir eine unliebsame Begegnung haben. Mal eins essen. Das sollte uns eine gute Stärkung bringen. Jawohl, so sieht das gut aus. Und das eine können wir uns aufheben. Ja, Fackel. Den brauchen wir natürlich auch. Und hier fehlen uns zwei Seile. Machen wir die drei durch hier, da haben wir eins gut. Und da haben wir noch eine Reservefackel, ne? Unsere ist ja gleich runter hier. Ich gehe davon aus, dass wir die da brauchen. Ich könnte es eigentlich auch mal ausmachen, ne? So, noch geordnet. Auf die zwei kommt dann unser Hammer, wenn wir den machen können. Oh oh. Oh oh. Das ist so eine Wanze, so ein, wie nennt sich das? Stinkbug oder so. So ein Stinkekäfer. Die tun ein sehr tödliches Gas aussprühen. Da. Und der kommt wieder. Ja. Da würde ich sagen, wir sehen uns. Irgendwann andermal. Da können wir nämlich jetzt was anderes machen derweile. Zum Glück haben wir ja noch mehr zu tun. Wir werden mal hier in die Richtung gehen und da werden wir ein bisschen Saft einsammeln. Hier ist nichts, da ist einer. Jawohl. Und ich bräuchte noch diesen Kieselhammer, ja. Und da habe ich keine Steine. Ja, da werden wir jetzt noch schnell ein paar Steine einsammeln. Wir müssten zwar noch welche in der Box haben, aber dann gehen wir zurück, machen uns den, beziehungsweise können wir uns den vielleicht unterwegs machen. Wenn wir die Steine haben, dann müssen wir nicht ganz zurückgehen, denn dort, wo wir hingehen, sieht es mit Steinen etwas mau aus. Ja. Sehr gut.
gleich ausrüsten auf die 2. Und jetzt geht's los. Wie gesagt, jetzt gehen wir zu einem Baumstamm, zu einem abgestorbenen Baumstamm. Da gibt es jede Menge Saft. Da können wir unseren Saftvorrat massiv auffüllen und wir holen uns dort eine Waffe. Da ist eine Waffe versteckt, mehr oder weniger. Und müssen bloß aufpassen, weil Milben und Spinnengebiet. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber das sollte funktionieren, denke ich. Ja. Ja, in diesem ganzen Baum hier springen diese roten Milben rum. Die verschwinden auch mal gerne im Baum drin irgendwie. Weiß nicht, ob das so sein soll. Das ist eine Ameise. Und naja, oh, da fiel schon eine runter. Ja, die springen auch mal gerne an. So wie jetzt. Und die ist auch uns gelandet. Noch eine. Ja, die machen nicht viel Schaden, aber unter Umständen sind die halt nervig. Sie können eventuell größere Raubtiere mit anlocken durch ihr Gezeter, wenn sie uns beschäftigen. Und wir können das eventuell nicht mitkriegen. Das ist dann nicht so prickelnd. Und ja, wir nehmen das hier alles noch mit. Und mir fällt gerade auf, wir müssen auf die andere Seite. Ja, einfach noch mitnehmen hier. So, wir werden das hier gleich nochmal mit wegmachen. Nehmen wir auf dem Rückweg dann die Stängel mit, damit sich das hier lohnt. Und dann kann das in 2-3 Tagen wieder nachwachsen. Da müssen wir ein bisschen taktisch an die Sache rangehen, damit wir immer genug haben. Und wenn sich sowas hier anbietet, nehmen wir das natürlich auch gleich mit. Ja. Die sind jetzt hier ein bisschen ungünstig gefallen. Mhm. Na gut. Hey, das ist meine. So, die legen wir hier ab. Und dann geht's weiter. Ja, und wenn wir dann von dem hier zurück sind, dann können wir nochmal nach den Milben und nach dem Strom gucken. Und dann wird es mit der Zeit auch schon wieder ran sein. Ja, so ein Tag hat ungefähr 30 Minuten. Pi mal Daumen. Aber es geht wahnsinnig schnell, also man muss hier wirklich ranklotzen, dass man zu was kommt, ne? Und ich habe eben immer dann einen kleinen Vorrat von allen so ein bisschen. Na, wie gesagt, hier müssen wir aufpassen. Blätter bewegen sich keine, dann sollte alles okay sein. Hm, sieht gut aus. Ja. Und unter solchen Blättern sitzen die dann gerne und schlafen. Schlafen den Schlaf des Gerechten und die schnarchen sogar. Also bei einer passenden Gelegenheit werde ich euch das dann mal zeigen. Da sitzen die riesen Spinnen drunter und schnarchen. Das ist echt Hammer. Ja. Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it. So, da haben wir nämlich hier vorne eine neue Forschungsstation gefunden. Und wenn wir mal wirklich viel zu forschen haben, das wird jetzt wohl eher weniger das Fall sein. Ja, dass man hier drin leider nicht sicher ist. Leider ein bisschen schade, aber na gut. Diese Kassetten müssen wir halt immer mitnehmen. Das sind kleine Informationen für uns. Spinne? Nee. With the pay cut, I've been reduced to substituting at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean, a vector. I swear the ignorance around me is contagious. Does that normal teacher do anything? Naja. No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. Ja, da haben wir die ganze Zeit aufs Holz geklopft. Ich wollte noch nicht dazwischen reden. Und ja, kann ja mal passieren, ne? So, schön den Saft hier mitnehmen. Und dann sind wir nämlich schon auch am Ort der Begierde. Hier unter dem Blatt, auf den Stein oder in dem Stein steckt es nämlich. Und zwar so ein
verrotteter La eine verrottete Larvenklinge. Hat eine sehr schnelle Angriffsfunktion, ist halt eine Kurzwaffe, na, wie so ein Messer. Aber sehr schnelle Angriffsfunktion und der Schaden ist okay, sage ich mal. Na, und das können wir gleich mal erforschen, wir sind ja gerade hier. Und dann können wir die in Zukunft, wenn wir die mal verlieren oder irgendwie, dann können wir die auch selber bauen. Oder wir können sie reparieren und vielleicht bringt sie uns noch irgendwas anderes. Aber das sieht leider nicht so aus. Gut. Ja, und dann soll es das gewesen sein. Spinne ist keine zu sehen. Dann ziehen wir uns zurück. Ja, und hier diese Würmer, die hier durchkriechen, das werden diese Larven, diese Baumwanzen sein. Das braucht man nicht. Wir waren die Larven dann später. Aber diese Baumwanzen, da sind wir noch nicht stark genug. Das können wir später uns dann mit denen rumkloppen, wenn wir etwas besser gerüstet sind. Mittlerweile haben wir 31 Saft, das ist eine wunderbare Sache. Und eigentlich sollten das vielleicht ein paar mehr sein, oder? Wo sind sie? Sie sind über den Stein gefallen, ich glaube auf dem Stein, ja, das waren sie. Ich habe was gedacht, das ist das trockene Gras, was so, aber das waren sie. Ja, da werden wir einen da lassen müssen, den holen wir später, kein Problem. Wir kommen ja öfters hier vorbei. Und da geht es erstmal zurück. Da werden wir das abladen. Und dann werden wir mal nach dem Laser schauen, wo das Stromproblem liegt. Ich hoffe, dass diese Wanze dann weg ist. Oder Stinkkäfer oder was da drüber sind. Wie gesagt, die senden so ein gelbes Gas, wenn die aussprühen. Sehr, sehr unangenehm tödlich. Da bräuchte man die Gasmaske. Dann ist das für uns kein Problem. So, ich glaube, das sieht gut aus, oder? Ja. Na, dann legen wir mal los hier. Die auf den Stromkabeln sind ziemlich leicht. Na, wo ist er? Ich hab nur gehört. Ah, da. Kleine Rote. So. Die ist nicht da, der Käfer. Und dann machen wir uns Licht. Und es geht los. Ja, der Speer ist eigentlich nicht schlecht, ne? Weil das sind hier solche Schleimpilze, Stängel. Die kann man für Leuchtmittel nehmen, also sprich für Lampen. Aber die halten nicht lange. Aber sie brauchen dafür auch wenig Material. Ja. Das Quarzit, das nehmen wir alles mit. Da können wir uns Waffen und sonstiges davon bauen, auch Gegenstände. Wichtige Sache. Und wir können davon natürlich auch Waffen reparieren. Verschiedenste Art. Und ganz wichtig, nehmen wir gleich alles mit hier, da haben wir das einmal erledigt. Ich weiß gar nicht, ob das nachspawnt. Auf alle Fälle, wir nehmen es mit. Das sind gleich mal 14 Stück hier. Die drei noch, jawohl. So. Kräftiges Mädel. Ja, hier kriechen wieder die Würmer durch das Areal. Aber ich glaube nicht, dass es die Würmer sind, sondern eher diese Baumwanzen. Und die brauche ich nicht. Dafür sind wir zu schwach. Da mit denen können wir es auch nicht aufnehmen. So, das ist der letzte Brocken. Links haben wir noch diese Schleimpilze zum Einsammeln. Und dann haben wir rechts hier so ein, naja, so ein Gerät für uns liegen. Ja, also ein Farbschema im Endeffekt. Damit können wir das Farbschema ändern. Wir können das jetzt Nacht oder Tag oder Klassik oder... Na, und dann sieht es halt anders aus, aber mir reicht das eigentlich so, wie das ist. Vielleicht können wir das später mal machen. Und automatisch 20 Uhr geht das dann in diesen grünen Modus, unser Inventarschema über.
Das sieht man dann auch, dass eben noch Nacht ist, ne? 20 bis 6 Uhr ist Nacht und das andere ist eben Tag. 6 bis 20. Ja. Und damit haben wir das Stromproblem gelöst. Der Strom kann fließen. Die Wanze ist nicht da. Oder Käfer. Und hier liegt auch Lehm übrigens. Ein schöner Klumpen. Aber es gibt natürlich eine Stelle, wo wir viel Lehm finden. Die ist aber auch nicht ohne. Das klingt nach Marienkäfer. Die tun uns nichts, nur wenn wir sie angreifen. Und dann sind sie sehr kräftig, sage ich mal, im Angriff. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich mal noch was erforschen. Und dann gehen wir vor zum Gerät und ja, die Pilze, Schleimpilze und das Quarzit. Ja, super. Der Tausammler. Ja, das ist ein nicht einfaches Utensil, aber es bringt uns eben Wasser. Ne? Es zieht halt aus der Luftfeuchte dann Wasser und dann entstehen halt Wassertropfen an den Spinnenfäden. Und da haben wir schon das Problem, Spinnenfäden. So. Ja, würde ich auch so sagen. Ja, da... Oh, die Fliege, die nehmen wir mit. Das ist kostenloses Fleisch. Sehr schön. Oh, wir sind voll. Das ist schlecht. Dann... wo ist es denn, das Fleisch? Hier ist es. Nee, ja, jetzt. Das kann man nämlich essen. Das war noch von gestern Abend. Da können wir das nämlich mitnehmen und haben wir was Neues. Haha. Ja, das wird am Morgen unsere Mission sein, zum Bürgel zu gehen. Da müssen wir aufpassen. Gucken, wo die Explosion war. Was war das? Keine Ahnung. Ist irgendwas im Garten umgefallen. Und dann werden wir uns nämlich hier, wenn die Mission hier erledigt ist, gibt es nämlich hier einen kleinen Forschungsboost. Den nehmen wir mit, natürlich. Und ja. Und wir werden mal hier vorne an dieser Saftkiste schauen. Ist bloß Marienkäfer, das ist okay. That ladybug would be a menace boxing out in the paint. Und mal schauen, ob wir hier ein bisschen Saft finden. Das tut uns nämlich unsere beiden Dinge wieder aufwerten. Ja, sehr schön. Und da ist unser Problem erstmal gelöst. Muss man hier übrigens auch aufpassen. Hier sind Spinnenwanzen. Ja. Die können hier doch mal vorbeischauen. Da hängt ein Wassertropfen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da können wir dann auch jetzt zurückkehren. Und nee, da nicht lang. Ist nicht so die gesündeste Ecke. Zum Forschen haben wir nichts mehr. Kann man noch was einsammeln? Da war noch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, dann würde ich sagen, wir laden erstmal aus. Hängt das Fleisch auf den Grill und dann werden wir hier an der Basis noch ein bisschen etwas machen. Und dann wird es das heute gewesen sein. Unsere Hauptmission haben wir heute erfüllt. Wir haben den Dolch geholt, wir haben Saft organisiert, allgemeine Ressourcen organisiert und wir haben das Gerät abgeschlossen, dass wir jetzt wissen, wo der Bürgel ist und die nächste Mission zu sorgen oder die nächste Spielrichtung, wo es hingehen soll. Ne? Ja, mal ein bisschen einsortieren hier das Gute. Ach so, ja. Also hier kommt das Tierische
oder biologisch so ein bisschen mit rein, was wichtig ist. Und da können wir das noch mit rein tun, genau. Und hier tun wir Steine und Quarzit, Lehm etc. Ja. Die kleinen Kisten reichen erstmal. Wir werden uns später dann, wenn wir beim Bürgel waren, auch Eicheln mitnehmen. Das können wir braten. Und dann können wir uns auch größere Kisten bauen. Dann sieht das etwas anders schon aus. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt noch ein bisschen Zeug hier ein. Alles, was wir so ein bisschen brauchen können. Wir werden auch bis morgen früh mit Wasser und Nahrung überleben. Und dann werden wir uns noch ein paar Dinge bauen. Und das wäre jetzt noch eine Idee, wenn wir jetzt noch die Zeit haben. Sofern wir hier noch irgendwie was benötigen, wie zum Beispiel Klee, können wir noch ein bisschen mitnehmen. Oder wir können auch ein paar Stängel unterwegs machen. Dann wachsen die in den nächsten 2-3 Tagen nach. Ja. So wie wir das an anderer Stelle hier schon gemacht haben. Und dann können wir unseren Haufen etwas vergrößern, unseren Stängelhaufen. Und da haben wir schon für die Zukunft Baumaterial. Ja. Ja, macht sie ganz gut, ne? Sehr schön. Das war zu hoch. Ja, ich habe auch vor, eigentlich nichts zu schneiden. Also ihr seid immer live dabei. Und wenn es eben mal dann solche Prozesse wie jetzt sind, dass wir ein bisschen Zeug organisieren, dann ist das eben mal so. Die Pilze nehmen wir mit, auf jeden Fall. Haben wir für morgen früh was zu essen oder als Reserve. Die auch. Und der Rüsselkäfer gibt mir auch Kraft. Ja. Und immer schön diesen Läusehonigtau mitnehmen. Der bringt uns beides und das kann mal, wenn es bei uns knapp wird, eine richtig gute Sache sein. Ja, ja, und so wird's sein. Wir werden immer ein bisschen was machen und wir werden aber auch immer gleichzeitig einsammeln und mitnehmen oder uns Vorräte aufbauen. So wird's werden. Ja. Also ich jage jetzt nicht in einer Folge 2-3 Missionen strikt hinterher. Nur, dass die Missionen erledigt sind. Ich möchte auch, dass die Basis wächst. Ich möchte, dass unser Vorrat wächst. Ich möchte... Was war das? Ach, hier eine Milbe. Ich möchte, dass... wir müssen links, ja. Ich möchte, dass wir eben immer genug haben. Und das, deswegen machen wir immer eine Kleinigkeit und dann eben ein bisschen sowas hier. Ja, kann auch mal vorkommen, dass wir einen ganzen Tag nur Missionen machen, weil wir vielleicht in eine ungünstige Situation geraten oder unser Plan nicht funktioniert. Dann wird eben nichts groß nebenbei gemacht, sondern eben nur die Mission. Das kann natürlich auch vorkommen. Ja. Es kann ja schon mal sein, dass die Situation sich gerade verbessert oder verschlechtert. Und dann müssen wir halt operativ entscheiden, wie man das dann vor Ort regeln, dass wir trotzdem zum Erfolg kommen. Ja. Es kann ja immer sein, dass irgendwie ein Projekt nicht in einem Tag erledigt ist, sondern dass wir da vielleicht mehrere Tage brauchen. Zum Beispiel, wenn wir bei den Spinnen eine Falle aufbauen. Wir haben eine weggemacht und dann wollen wir aufbauen und dann kommt vielleicht eine zweite. Wir sind gerade dort am Aufbauen, dann müssen wir natürlich verschwinden. Ne? Und entweder die nimmt Schaden und wir schaffen es, bis die weg ist. Wenn du einen Speer nimmst, jawohl. dann natürlich die Falle fertigzustellen, wenn sie wieder fertig ist. Also, dass uns das einfach ist. Oder ähnlich. Hier sind wir irgendwie ein bisschen falsch, oder? Wo sind wir denn hier? Uiuiui. Etwas vom Kurs abgekommen. Ja, und so wird es werden. Links. Da liegt nämlich unser Stängel noch. Dann müssen wir rechts zurück. Ja. Einmal links rum. Jawohl. Und ja, das ist das, was es ist. Gemütlich werden wir hier das angehen. Und ich hoffe, dass wir nicht so oft das Zeitliche hier segnen. manchmal ist es ja ungünstig, wie es einfach läuft. Manchmal übersieht man was, dann ist es so. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
So, und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt diese Vorratsbehälter. Dann kommt ja nämlich ein bisschen Ordnung rein. Muss ich bloß finden, wo es ist. Da haben wir es. Wenn wir uns ein Palettenlager machen für die Blatt, also für die Grasblätter oder Grasplatten. Und dann hier für die Stängel. Und das werden wir uns gleich mal organisieren, dass es passt. Das reicht nicht. Aber das finden wir hier. Da machen wir noch ein paar Seile. Und fehlt uns wieder eins. Ja. Na gut. So. Zum Glück haben wir hier genug. Jetzt soll das reichen. Machen wir noch ein Seil und dann können wir die Platten da drauf laden und dann sieht es nicht ganz so schlimm aus hier. Ja. So. Jawohl. Ja. Jetzt haben wir die falsche Taste gedrückt. Dann platzieren wir es hier neu. Kein Problem. Ja, so ein interessantes Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass man auf einer Wiese, ja, ich weiß nicht, so viel Spaß haben kann oder so viel Todesgefahren eigentlich sich befinden. Das ist schon, dass sich der eine mit dem anderen nicht verträgt, ist hier auch krass zu sehen, wie die Entwickler das umgesetzt haben. Na, echt, echt prickelnd. So, dann sieht es auf alle Fälle schon mal ein bisschen besser aus. Dann gehen wir noch ein bisschen einsammeln. Jetzt war die Fackel aus. Na gut. Ja, es geht eigentlich von der Dunkelheit, oder? Aber ich würde sagen, wir gehen mal zurück zur Basis. Den Spawnpunkt haben wir schon gesetzt. Okay. Ja, da ist es schon voll hier. Dun, 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 dun. Können wir vielleicht mal was herstellen, oder? Ja. Die brauchen wir immer. Und da wird auch wieder Platz. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn ihr die Lagerkisten neben der Werkbank hier platziert, dann greift ihr automatisch da rein. Und ihr müsst es nicht im Inventar haben. No. I'm ready to hit the sack. Ja, dann machen wir uns mal den nächsten Tag. Ist einfach besser. Und dann werden wir wieder was trinken und was essen müssen. Und als erstes mache ich mir mal zwei Fackeln. Nee, das war ohne Fackel dastehen. Das ist nicht so prickelnd. Außerdem ist es ein bisschen dunkel, dann seht ihr das besser. Ja. So. Sehr schön. Haben wir schon mal was reingetan und wir schauen mal, ob wir irgendwo einen Wassertropfen finden. Was zu essen ist ja auf dem Grill und der Fliege gestern Abend noch. Ja, und da befinden wir uns schon im dritten Tag. Heute geht es zum Bürgel und wir stärken uns jetzt auch erstmal. Ja, kann ich gebrauchen. Können wir nämlich in das Graspalettenlager da reinhauen. Und ich sehe keinen Wassertropfen. Aber wir werden schon was finden. Wie gesagt, früh ist das nie das Problem. Man muss ja nur sehen, ne? Hm. Eins fehlt. Das wächst wieder nach, ist kein Problem. Ja, da machen wir uns nicht verrückt, deswegen stellen wir noch eins her und dann ist das nämlich auch fertig und dann können wir hier Gras.
Gras drauf tun. Damit wir wissen, wofür es ist. Werden wir das auch gleich mal symbolisieren. So, aus dem Weg. Und da sind das nämlich schon die ersten drei Stück. So. Schön. Okay. Sehr gut. So, dann... werden wir das jetzt essen hier. Wie gesagt, wenn wir Smoothies machen können, dann haben wir natürlich das Getränkeproblem gelöst. Das ist überhaupt kein Problem. Aber momentan sind wir eben noch auf die Wassertropfen angewiesen, die an den Blättern hängen oder an den Grashalmen. Ja. Gut, und ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Alles andere sehen wir dann in der nächstfolgenden Folge. Dann machen wir den Tag 3, dann geht es auf zum Bürgel. Und ich tue das noch hier ein bisschen ordnen. So, das können wir eigentlich auch mal essen. So. Na. Okay. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, heute geht's auf zum Bürgel in der dritten Folge. Ich sage auf bald, macht's gut, danke fürs Zuschauen und Servus.